seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Verzeihung, ich hatte ein bisschen eilig. Gib mir doch bitte mal 4 von diesen Brownies und 2 Ciabatta. Sind die frisch? Sind Sie so nett und stellen sich in der Schlange an? Vielen Dank. Hören Sie mal, ich stehe da ein bisschen unorthodox, dann machen Sie schon. Gern, wenn Sie an der Reihe sind. Kommen Sie bitte nach vorne. Fräulein Jill, wissen Sie, wer ich bin? Wissen Sie, wer ich bin? Entschuldigung, wir haben hier einen Gast, der nicht weiß, wer er ist. Wenn ihm jemand behilflich sein könnte. Sehr witzig. Können wir mal einen Kugel runterrutschen? Tut mir leid, aber auch dafür müssen Sie sich anstellen. Ja, für mich ist das absolut Neuland, aber ich finde es vor allem richtig schön. Ja, Sie müssen das aber auch mal ganz kühl von der finanziellen Seite her sehen. Der Marberg ist enorm im Kommen. Da können Sie in den nächsten 2 Jahren mit einer Wertsteigerung von bis zu 500% rechnen. 500%? Das ist schon ein bisschen übertrieben, oder? Lassen Sie sich überraschen, Herr Kanter. Und willst du mir jetzt Vorwürfe machen oder willst du mir helfen? Du kriegst es auch garantiert nächste Woche zurück. Ach, was? Wusstest du denn? Meinetwegen. Ich will hier nicht als die Henkerin des Kryptopunks in die Geschichte eingehen. Danke dir, Schatz. Dafür bin ich auch heute Abend ganz allein für dich da. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Lars. Jo! Oh, Entschuldigung. Ich muss sagen, tschüss. Ja, das müsst ihr euch ansehen. Das ist einfach sensationell. Und außerdem ein super Schnäppchen. Hey, und ich? Ich war in dieser Galerie an der Janowitzbrücke. Ein Romantiker, mein Uli, findest du nicht? Hä? Ein begnadeter Maler, oder? Was denkt ihr, was ich dafür bezahlt habe? Hm? 5000 Euro? Nö. Keine 3000, keine 2000, 1200, 1200 Euro. Hä? Meint, das ist es doch wert, Susanne, gib's zu. Keine Ahnung. Außerdem wird genau dieser Maler in den nächsten 2 Jahren 500%ige Wertsteigerung erzielen. So wie die Aktien auf dem neuen Markt. Also, ich find's wunderschön. Hast du's gehört? Na bitte, Andrea findet es wunderschön. Möchtest du heute Abend zu uns zum Essen kommen? Du musst unbedingt jemanden kennenlernen. Ich bin schon mit Lars verabredet. Bring ihn einfach mit. Uli, wir müssen. Tobias hat seinen Wettkampf. Essen müsst ihr sowieso. Toi, toi, toi. Das könnt ihr genauso gut bei uns. Gib schon mal Schlüssel. So um 8. Uli, du nervst. Sie hat gesagt, es passt ihr nicht. Also um 8. Tschüss. Wenn du nicht rund um die Uhr beschäftigt wärst, müssten wir auch nicht hetzen. Ich weiß echt nicht mehr, wann wir das letzte Mal irgendwo pünktlich waren. Ach so. Das ist doch wirklich irrational, wegen der paar Kröten an der Kasse zu stehen. Du hast doch mit deinem Studium weiß Gott genug zu tun. Sportmedizin ist doch nicht irgendwas. Ich möchte mir wenigstens meinen Lippenstift selber finanzieren. Ja, aber die Leute werden sagen, meine Frau muss mal lochen, weil ich nicht... Schon gut. Dieser Maler, netter Bursche übrigens, er wird dich porträtieren. Wie bitte? Mich porträtieren? Sag mal, bist du völlig übergeschnappt? Meine Güte, die fahren aber auch echt, als hätten sie das ewige Leben. Du kriegst so eine Anzeige wegen Rauditum. Naja, deswegen bin ich doch mit einem super Anwalt zusammen. Gisela hängen. Ich meine, sie sieht ja nicht mal halb so gut aus wie du. Da
Damit wäre auch dein Problem gelöst, was ich mir zum Geburtstag wünsche. Ein Porträt von dir. Hä? Genau das wünsche ich mir. Also machen wir es, oder? Hast du echt früh gemacht. Den Pokal können wir vergessen. Das ist so eine Art Reflex bei ihr. Sobald sie Schwimmbad durchgeht, dann bricht der alte Ehrgeiz wieder durch. Schön, dass ihr auch noch kommen konntet. Tut mir leid. Was war denn los? Nix, ich bin halt ein Loser. Was redst du denn da für ein Stuss? Du bist kein Loser. Aber das nächste Mal nimmst du das Training nicht ganz so locker vom Hocker. Deine Beinarbeit war alles andere als zufriedenstellend. Danke, Mama. Na, Gisela, Knut, schön euch zu sehen. Hey, hey, Sportsfreund. Man kann nicht immer gewinnen. Ja, aber man kann es wenigstens versuchen. Komm, jetzt schwamm drüber, hä? Nee, falsche Einstellung. Du sag mal wegen dem Fest. Ja. Hast du an die Spare Ribs gedacht? Ich liebe so Spare Ribs. Ja, das ist man. Mach deine Freundin wieder das Catering. Legen du das Wort für mich ein und sag ich, du sollst den Maple-Sirup machen. Ja. Ich sag dir, Maple-Sirup ist das Beste. Was für aber das ist Spare Ribs. Machst du mal einen Wein auf? Uli? Ja? Rot oder weiß? Rot. Was ist denn jetzt mit deinem Lars? Keine Ahnung. Kommt er noch? Stimmt was nicht? Er soll bleiben, wo der Pfeffer wächst. Das ist das zweite Mal diese Woche, dass der mich versetzt. Nee, wir essen gleich. Kein Bock, ich ist oben. Was ist denn mit dem los? Ja. Pubertät? Probier mal. Also verliebt bist du nicht gerade. Fehlt Salz. Ja, unter anderem. Hat geklingelt. Na, siehst du, da ist er doch. Nicht ganz. Das ist der Künstler, von dem ich dir erzählt habe. Bitte, du hast ihn zum Essen eingeladen. Wieso ist doch ganz süß von ihm, wenn er sich unbedingt ein Porträt von dir wünscht. Oh, auf welcher Seite bist du eigentlich? Ja, freut mich, dass ich es einrichten konnte. Kommen Sie rein. Darf ich vorstellen, meine Lebensgefährtin. Markus? Ich werde verrückt. Markus Marberg. Die Strebi. Ihr kennt euch? Ich war in der 11. weil sie was dazu. Keine Ahnung, jedenfalls. Ich hatte unsere Lehrerin so weit, dass sie bereit war, die Arbeit zu verschieben. Was passiert? Unsere Strebi, also Susanne, meldet sich. Ja, wieso, warum? Sie hat gepaukt und sie besteht darauf, dass die Arbeit jetzt auch geschrieben wird. Ist ja gut, Markus, Sie haben es begriffen. Habt ihr den Blick gesehen? Ja, genau den. Ich glaube, sogar die Lehrer hatten vor ihr Schiss. Also ich habe es jedenfalls nur ein einziges Mal gewagt, ihr vor versammelnder Klasse Kontra zu geben. Also, was soll ich sagen? Am besten gar nichts. Bist du also Künstler geworden? Ja, ich bin Maler geworden. Und wie du siehst, selbst der Ruhm und das viele Geld haben mich kein bisschen unausstehlicher gemacht. Apropos Ruhm, wieso hört man nie von dir? Naja, Ruhm ist relativ. Aha. Ich bin jetzt nicht gerade ein Popstar, aber wenn du dich ein bisschen für Kunst interessieren würdest, dann... Es interessiert mich aber nicht. Ach so? Ja, schade. Also, ich interessiere mich für Sport. Ich dachte immer, ich würde dich mal auf dem Treppchen sehen. Was ist eigentlich aus dem olympischen Gold geworden? Du wolltest doch heute mal früh ins Bett. Ich fahr dich, komm. Du gehst doch nie vor Mitternacht schlafen. Komm. Naja, heute anscheinend schon. Hey, was ist, wann machen wir unser Porträt? Nicht in diesem Leben. Susanne,
hässlicher Abend. Hat mich wahnsinnig gefreut. Tschüss. Ja, ja, sicher. Ich finde, wir sollten das unbedingt wiederholen. Ja. Was war denn da gerade los? Schon in der Schule konnte ich sie nicht ausstehen. Der Typ ist zweimal sitzen geblieben, ja? Und alle Mädchen waren total gacker nach ihm. Ich weiß nicht, was die an dem gut fanden. Sie stand kurz vor der Auswahl für die Olympiade. Wurde nach Lake Worth, Florida, eingeladen, um mit der US-Mannschaft zu trainieren. Wegen des Jetlags durfte sie 24 Stunden lang nicht den Pool betreten. Willst du auch einen Cognac? Naja, aber Susanne wollte unbedingt an dem Tag noch schwimmen. Und Susanne wäre nicht Susanne, hätte sie nicht angefangen, gleich nach der Ankunft draußen im See ihre Runden zu drehen. Der absolute Horror. Ein Wasserskifahrer hat sie mit voller Fahrt erwischt. Susanne ist fast ertrunken. Ja, und seitdem, allein der Gedanke, mit dem Kopf unter Wasser zu geraten, versetzt sie in Panik. Ich verstehe. Du warst richtig eklig zu ihm. Du hast ja keine Ahnung, wie der in der Schule zu mir war. Der reinste Albtraum. Komm, lass uns doch reintrinken gehen. Gute Idee. Nicht so, als würdest du schlafen. Ich habe doch gerade noch das Licht unter der Tür gesehen. Ich habe noch an dem Vortrag für die Handelskammer gearbeitet. Das mit dem Porträt kannst du vergessen. Ich schenke dir was anderes. Ich will aber nichts anderes. Ich will von meinem Schreibtisch einen knackigen Quadratmeter von dir, der mich direkt und frontal anlächelt. Ach, bevor du ausflippst, dein Markus hat irgendwo da draußen einen größeren Restaurierungsauftrag und sucht ein Atelier hier in der Stadt. Ich frag mal Maria. Dein Markus, mein Schatz, gehört ganz allein dir, ja? Strebi. Na? Wie findest du's? Nee, jetzt sag endlich was. Sind die von Ihnen? Nein, das war Theos Atelier. Also dieser ganze Raum hier ist... Der ist perfekt. Tja. Er hat sich hier auch sehr wohl gefühlt. Hier sind viele schöne Entwürfe entstanden. Wie lange hat Ihr Mann hier... Bis vor 6 Jahren. Aber er war nicht mein Mann. Also was ist jetzt? Nehmen Sie jetzt das Atelier oder nicht? Wie? Ob ich es nehme? Also ich würde dafür töten. Also dann. Über die Konditionen werden wir uns dann schon noch einig werden. Hm? Ach, ich habe vergessen, dich zu warnen. Maria redet mit Gott. Also raus, du Eumel! Geh und mach Karriere. Danke, Uli. Wie kann ich mich revanchieren? Komm einfach zu unserer Feier. Sicher? Susanne wird sich schon nicht beißen. Tschüss. Die Versorgung des Mittelfingers erfolgt durch den Nervus digitalis dorsalis proprius. Der Kleinfinger wiederum wird vom Nervus ulnaris versorgt, Ihnen allen sicher bekannt als sogenannter Musikantennerv, wenn Sie unglücklich mit dem Ellbogen gegen einen festen Gegenstand. Wie schön, dass Sie auch noch bei uns vorbeischauen, Frau Pauli.
Vielleicht könnten Sie uns darüber Aufschluss geben, welcher Nerv Daumen und Zeigefinger. Nervus medianus. Nervus medianus. Und wie bezeichnet man die Stelle, an der dieser Mittelhandnerv häufig eingeengt ist? Karpaltunnel. Entschuldigung. An Ihrer Pünktlichkeit sollten Sie noch etwas arbeiten. Mensch, Markus, wenn du so weitermachst, werde ich noch zum Expressionismus-Liebhaber. Wie hast du das bloß hingekriegt? Originalleinwand von 1910, gleiche Spachteltechnik, im Backofen getrocknet. Wenn ich nicht wüsste, dass der Schwendrick tot ist, würde ich sagen, er hat sich diesmal selbst übertroffen. Schön, dass du endlich in Berlin bist. Jetzt können wir voll loslegen. Otto, das ist das absolut letzte Bild. Tja, auf, es ist Schluss. Wie, du hast doch den nächsten schon halb fertig. Ja, das wird er auch bleiben. Dafür, dass du mir noch 10 Mille schuldest. Dass du umsonst bei mir wohnst, dafür behandle ich dich doch ziemlich fair, oder? Mir kommen gleich die Tränen. Ach, übrigens, ich habe eine neue Bleibe. Soll ich tragen helfen? Ja, gute Idee. Danke, ja. Pack mal du unten an. Wie heißt du denn? Tobias. Nee, das wird nichts. Das ist in der Mitte anpassen. Wohnst du hier? Nee, ich helfe Maria im Garten ein bisschen Kohle verdienen. Das ist keine gute Idee, dir. Wir rollen sie erstmal zusammen, ja? Okay. Ich heiße übrigens Markus. Hallo, Markus. Tobias! Oh. Bist du aber heute spät dran? Ja, ich hatte noch Training heute. Oh, komm, Training. Hast du doch schon die ganze letzte Woche geschwänzt, hat man mir gesagt. Ist das alles, was Sie besitzen? Ja, so ziemlich. Auf dem Speicher stehen jede Menge Möbel. Bedienen Sie sich. Danke. Also dann. Hey, Luise. Wer ist denn das? Das ist so ein Typ aus meiner Klasse, der nervt mich. Was hast du gegen den? Ach. Deine Freundin? Naja. Tja, die Frauen machen es uns nicht gerade leicht. Ehrlich? Er ist bei Maria eingezogen. Dann seid ihr ja praktisch Nachbarn. War nicht meine Idee, das kannst du mir glauben. Ist ganz allein auf Ullis Mist gewachsen. Der Kerl kann mir gestohlen bleiben und das meine ich auch so, wie ich sage. Ein Porträt wird es auch nicht geben. Ey, dass Uli überhaupt auf die Idee kommt, dass ich für sowas Zeit hätte. Was wird eigentlich aus seinem Studium, wenn Uli den Posten in Brüssel annimmt? Weiß ich doch noch nicht. Und darüber will ich mir auch gar keine Gedanken machen. Pauli? Ah, gut, dass Sie noch mal anrufen. Wieso denn das auf einmal? Das war doch alles fest ausgemacht. Ah, super. Nenne ich professionelles Arbeiten, wie? Nein, danke. Die Agentur von dieser Band, die haben sich einen Termin vertan. Jetzt wollten sie uns eine Blaskapelle andrehen. Bis morgen werden wir kaum eine neue auftreiben können. Wie wär's denn mit der Band von Lars? Ich glaube kaum, dass Kryptopunk das Richtige für die Betriebsfeier für Gernach und Partner ist, oder? Wie alt ist Luise? 14. Eher älter als ich. Das bedeutet den Mädchen hier angerechnet mindestens 15. Die sind einfach reifer als wir. Also gut, was ist dein Plan? Sag's mal. Was für ein Plan? Wie? Du hast keinen Plan? Also, ohne Plan geht gar nichts. Du fasst den Entschluss, Luise, richtig? Zu erobern. Und dann bleibst du bei der Stange. Das ist ganz wichtig. Da stehen die Mädels total drauf. Da lang. Die anderen Jungs, ja? Die können auf cool machen, bis sie schwarz werden. Aber du bist der Mann mit dem Plan. Ja. Tobias, der Eroberer. Ist doch Quatsch. Das ist kein Quatsch. Tobias? Ich muss los. Kennst du die Frau? Na klar, meine Mutter. Hallo, wir waren noch draußen verabredet. Tobias ist dein... Du bist seine Mutter? Ich weiß, klingt wahnsinnig kompliziert, hm? Ich, seine Mutter, er, mein Sohn, des Rätsels Lösung liegt wahrlich nicht auf der Hand. Tut mir leid. Wegen gestern. Ich glaube, ich war da ein bisschen zu.
Woher kennst du denn Markus? Es geht dich gar nichts an. Hey Mama, jetzt sag schon. Woher kennt ihr euch? Aus der Schule. Markus ist echt genial. Wart ihr Freunde? Sag mir lieber, wie dein Training lief. Super. Hier ist noch ein unbekanntes Werk. Ich habe es durch Zufall aus einem Nachlass erworben. Sie kennen noch Schwendrick? Alfons Schwendrick. Schwendrick, ja. Natürlich. Diese ausschweifenden Gesten, diese explosiv temperamentvolle Pinselführung. Schwendrick war einer der begnadetsten Expressionisten Berlins. Der Rahmen ist aber defekt. Naja, aber aus der Zeit. Und nur so ist es echt. Und darauf kommt es doch an, oder? Ja. Und ein super Preis, Herr Kanter. Mhm. Ach, übrigens, Ihr Partner, Dr. Gerlach, interessiert sich auch dafür. Ah ja? Spricht mich schon an. Raffinierte Farbzusammenstellung. Sie haben das richtige Auge, Herr Kanter. Und das haben nur wenige. Respekt. Herr Dr. Wehe. Ja? Ihre Akten. Danke. Hallo. Hallo. Hallo, Tanja. Er ist im Büro von Dr. Gerlach. Ah, danke. 10.000 Euro, du spinnst. Der Galerist hat mir versichert... Papalapap, was die ihm alles erzählen. Ich hab dir doch angeboten, wenn du Kunst kaufen willst. Herein. Ah, Susannchen. Welch freudiger Anblick. Na? Und man munkelt, du lässt dich porträtieren? Ach, munkelt man das? Unter Platz, bitte. Danke. Mit dem Boot ist alles erledigt. Auf die Band müssen wir leider verzichten, aber dafür habe ich einen super DJ gefunden. Und Spare Ribs ohne Ende. Mariniert. Sag, wie lief euer Treffen mit dem Wirtschaftssenator? Gut, denke ich. Oder was meinst du? Ja, die Würfel sind nicht gefallen, aber er hat gute Chancen. Wenn jemand dafür prädestiniert ist, den Fuzzis von der Außenhandelskammer auf die Finger zu schauen, ist es unser Finanzguru. Ja. Übrigens, er investiert jetzt schwer in Kunst, wird Expressionisten sammeln. An welche hattest du noch mal gedacht? Ich frage das nur, damit wir uns bei den Aktionen nicht in die Quere kommen. Er ruiniert noch mal die Preise. Ja? Uli, Entschuldigung, es ist wegen dem Börsengang der Radcliffe Corporation. Kannst du mal kurz einen Blick drauf werfen? Ja, klar. Sie war, na ja, unnahbar. Mhm. Und das hat sie abgeschreckt? Nein, nicht abgeschreckt. Aber eingeschüchtert hat mich ihre Ernsthaftigkeit schon. Ui, Sie malen auch Expressionisten? Nein. Das ist eine reine Fingerübung, auch nicht sehr gelungen. Ich kannte mal einen jungen Schriftsteller. Der bekam seine Manuskripte von den Verlagen immer mit dem Stempel zurückgeschickt, zur Veröffentlichung nicht geeignet. Ein paar Jahre später hat er dieselben Geschichten an dieselben Verlage nochmal geschickt. Als Übersetzung aus dem Schwedischen. Ja, dann waren sie plötzlich was wert. Und wurden gedruckt. Das ist eine schöne Geschichte. Aber für den Betroffenen sicher eine bittere Erfahrung. Und was haben Sie da in Arbeit? Ui, du lieber Charlie. Und das malen Sie einfach so, ohne dass Sie Ihnen Modell steht? Wie machen Sie das? Das ist alles gespeichert. Wirklich eine schöne Frau. Tja, das kann man ihnen nicht verübeln. Verübeln? Was? Nein, Maria, da sind Sie völlig auf dem Holzweg. Habe ich was gesagt? Nein. Genau, was du denkst, aber betrachte den Schwendrick doch einfach als Investition. Ist schon in Ordnung, musst dich nicht rechtfertigen. Wenn du nicht darüber reden willst, dann sag's doch. Du willst, dass wir drüber reden?
Gut, reden wir drüber. Knut schafft sich einen neuen Wagen an. Deiner muss gleich ein paar PS mehr haben. Knut zieht in diese Villa ein, plötzlich fühlst du dich zu Hause eingeengt. Knut lässt seine Frau porträtieren und auf einmal willst du unbedingt ein Porträt von mir. Wieso meinst du, ich habe ein Problem mit Knut? Nein, ich meine, du hast ein Problem mit dir. Mehr Schein als Sein. Oh, du bist so ein Kindskopf. Und? Hast du es ihr gesagt? Was gesagt? Naja, dass du in sie verliebt bist. Das kann ich ihr doch nicht einfach so sagen. Mann, woher soll die Gute denn wissen, dass du auf sie stehst? Ja, egal was ich mache, sie will nicht mal mit mir reden. Das ist ein gutes Zeichen. Wieso ist das denn ein gutes Zeichen? Naja, sie muss sich schon richtig anstrengen, um dich zu ignorieren. Tobias, das ist deine Chance, auf zur Attacke. Tobias, der Eroberer, erinnerst du dich? Ich habe mal einem Mädchen ein Plakat gemalt, 4 auf 4 Meter. Habe ich vor ihrem Haus aufgehängt. Voll mit kleinen Herzen. Und in jedes Herz habe ich reingeschrieben, ich liebe dich. Und, hat das funktioniert? Ja, naja, also es hätte sicher funktioniert, wenn sie nicht blöderweise in Urlaub gewesen wäre. Hier, das gibst du ihr jetzt. Sie wird mich auslachen. Ja, dann müssen wir uns eben was anderes überlegen. Luise! Deine Zeit. Also dann. Was ist? Nix. Raus mit der Sprache. Ah, deswegen Luise, stimmt's? Also wenn ich du wäre, Mama, ich würde... Kannst du dich bitte anschnallen? Dein ist mein ganzes Streben. Wo du nicht bist, will ich nicht leben. Dein Bild steckt mir im Herz, Luise. Luise. Gute Nacht. Geh schlafen. Hey, Uli. Was reimt sich auf Luise? 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 Mal sehen. Krise. Akquise. Du, ich glaube, er schreibt ein Gedicht. Mama, ich schreibe kein Gedicht. Gedichte sind was für Weicheier. Na siehste, Markise geht auch. Was wird denn das? Tipp von Markus. Aha. Über was redet ihr denn so? Alles Mögliche. Wir sind halt Freunde. Na, schlaf gut, mein Schatz. Mach nicht mehr so lang. Wiese. Ja.
noch einen. Mach die Musik wieder an. 1500, mehr war nicht drin. Für 4 habe ich ihn verkauft, 20% Provision, der Rest geht auf dein Schuldenkonto. Wann kann ich ihn haben? Gar nicht. Okay, Maestro. Ich gebe dir 3 Tage. Die Musik! Mach die Musik wieder an, sonst komme ich runter und hau dir der mal. Oh, hallo. Mach Uli bitte klar, dass du mein Porträt nicht malen wirst. Deswegen hast du den weiten Weg hierher gemacht? Woher wusstest du eigentlich, dass ich hier bin? Von Maria? Hast du verstanden? Ah, Maria, ja. Das war einfach. Das mit dem Porträt, ja, ja, das habe ich verstanden. Ausgezeichnet. Hätte ich sowieso nicht gemalt. Wie bitte? Du inspirierst mich nicht. Ach so. Und ohne Inspiration kann so ein arroganter, drittklassiger, möchte gern Picasso-Verschnitt wohl nicht arbeiten. Genau. Ja? Ich habe noch ein paar Leute eingeladen. Haben wir genug Platz? Na, ein bisschen spät jetzt danach zu fragen. Wie viel denn? 4. Ja, ich kümmere mich drum. Okay. Wo bist du eigentlich? Ich bin auf dem Weg zu Andrea. Okay, bis später, Schatz. Ja. Was soll denn das bitte heißen? Ich inspiriere dich nicht. Schau dir doch mal an. Deine Frisur, deine Klamotten. Du solltest dich für die Vogue fotografieren lassen. Du gehörst auf ein Poster für die Otto Lea als Alpha-Weibchen sozusagen. Kleiner Exkurs in Sozialpsychologie. Ich bin beeindruckt. Nicht schlecht für jemanden, der die Schule geschmissen hat. Sag mal, warum warst du eigentlich damals so zickig zu mir? Das fragst du mich? Hast nicht mal auf meinen Brief geantwortet? Brief? Du hast mir einen Brief geschrieben? Das war ein Scherz. Tschüss. Hey, jetzt warte doch mal. Was war's denn? War es ein Liebesbrief? Was stand denn da drin? Werde ich dir gerade sagen. Also tatsächlich ein Liebesbrief. Susanne, jetzt machst du mich aber richtig neugierig. Ach komm, erzähl mir doch nicht, du hast ihn nicht bekommen. Ha, ha, hast dich sicher totgelacht. Oh, wow. Ist wohl nicht. Nee, ist nicht. Ach, Maria, haben Sie vielleicht irgendwo ein paar Gefriertütchen? Küche, 3. Schublade. Aber was wollen Sie denn jetzt mit so Gefriert-Dingsbums? Also, wir kommen doch zu spät. Hallo. Wir haben bestimmt nachher noch Gelegenheit. Und die Folien kommen dann runter, sobald das Stück abgelegt hat. Ah, Dr. Walter, das ist schön, dass Sie kommen konnten. Freue mich. Grüße Sie, gnädige Frau. Schönen guten Abend. Ich sage mal Schiff ahoi. Ja, ahoi. Darf ich Ihnen meine Lebensgefährtin zusammen? Dr. Walter, der Stabschef des Wirtschaftssenators. Irgendwo haben wir uns schon im mal... Im Café. Dr. Walter ist nämlich ein gern gesehener Gast bei uns im Café. Andreas Café, du weißt ja, da, wo ich arbeite. Dr. Hellermann ist auch schon an der Bar. Und jedes Mal, wenn Sie kommen, herrscht da eine Bombenstimmung. Wir haben Sie vermisst. Hallo, Susanne! Hast du ihn jetzt eingeladen? Juhu! Jetzt fang nicht an zu meckern. Hier gibt es eine Menge Leute, die vielleicht seine Bilder kaufen. Da steigt uns das noch schneller in.
Liebe Freunde, ich will euch nicht mit langen Reden quälen, nur so viel. Unserer Kanzlei geht es so gut wie nie. Und das möchten wir heute Abend mit euch allen feiern. Also, feiert schön. Danke, danke, danke. Nur noch eine wichtige Kleinigkeit. Wie die meisten wissen, hat das Wirtschaftsministerium die für uns glückliche Entscheidung getroffen, einige Ressorts, wie es so treffend in Neudeutsch heißt, outzusourcen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Unsere Sozietät hat den Zuschlag, die Handelskammer in Brüssel mit Rat und Tat zu unterstützen. Und wer, wenn nicht unser Spezialist für internationales Wirtschaftsrecht, wird zusammen mit seiner bezaubernden Susanne im Herbst nach Brüssel übersiedeln. Also ein Applaus für Uli Kanter. Hey Uli, nimm ich dein Büro? Ach, schon kreisen die Asker, ja, na bitte. Wir, ihr geht weg. Jetzt auch zum ersten Mal. Oh Mann, siehst du, wie Lars sich schon wieder aufführt? Dieser Typ, der macht mich einfach wahnsinnig. Ich weiß. Was das? Susanne, was ist eigentlich das Verrückteste, was du je in deinem Leben gemacht hast? Komm zurück, bitte. Falsche Antwort. Dein Kleid ist nass geworden. Oh, oh, halt die Klappe! Bist du sauer auf mich? Das war's dann wohl mit der gepflegten Konversation. Ich nehme stark an, Mund-zu-Mund-Beatmung kommt jetzt auch nicht mehr in Frage. Also, mir hat ja am besten gefallen die Stelle, du bist ein arroganter, einfältiger Aufreißer, aber ich sehe etwas in dir, was du zu verbergen versuchst. Mein Brief? Du hast doch gesagt, du hast ihn nie... Etwas in deinen Augen sagt mir, dass du genauso empfindest wie ich. Das ist mein... Moment, und du hast meinen Brief in einer Plastiktüte? Das hast du alles geplant, ha? Huh? Na siehst du, ich hab doch gesagt, du bist sauer. Ach, war jetzt schon ein paar Mal. Wie wär's denn mit... Danke, Markus, dass du mich von einem Trauma erlöst hast. Danke, dass ich wieder schwimmen kann. Das wäre doch das Mindeste, was man in so einer erhabenen Situation...
überhaupt keine Frage. In deinem Fachgebiet hast du in Brüssel doch ganz andere Möglichkeiten. Ja, klar. Sowas, das kannst du doch nicht einfach in den Wind schießen. Das sage ich ja auch. Aber Susanne... Ach, sie wird schon noch auf den Geschmack kommen. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, dort für eine gewisse Zeit zu leben... Du verstehst mich. Du verstehst mich immer. Vergiss den Kerl. Andrea, eine Frau wie du hat was Besseres verdient. Na, die Party war mehr feucht als fröhlich, was? Danke. Ach, leihst du mir noch dein Handy? Uli macht sich sicher schon Sorgen. Danke. Ja? Du, Uli! Du wirst es nicht glauben, ich hab's getan. Ich bin gerade geschwommen. Du bist gerade geschwommen? Was hast du gemacht? Das ist Susanne. Wo bist du? Vielen Dank. Bitte. Gute Nacht, Markus. Moment noch. Tja, Susanne, was machen wir denn da jetzt? Wieso? Wieso? Naja, ich dachte in Richtung, ups, ich habe gar keinen Schlüssel. Wie komme ich denn jetzt rein? Und ich sag dann, kein Problem, kannst du mit zu mir kommen. Ich schlafe natürlich auf der Couch. Oh, und du sagst dann... Tobias ist da. Ja. Blöd. Danke. Gute Nacht. Also, wir fahren in die Prinz-Friedrich-Leopold-Straße. Markus! Dein Handy! Tobias! Namend? Kennen Sie den Jungen? Er ist mein Sohn. Mhm. Endstation, Freundchen. Wir melden uns morgen bei Ihnen. Hey, was ist denn passiert? Hm? Oh, würde Ihnen sicherlich gerne selber erzählen. Schönen Abend noch. Gute Nacht. Someone exactly like you. I've been traveling all around the world, waiting for you to come through. Someone like you make it all worthwhile. Someone like you. Das macht man nicht. Ja? Was wären die Leute? Das sind die ganzen Nachbarn. Der gebe ich jetzt Zauber. Ja, ja. Das ist Schlüssel. Komm mal her. So, und Uli, du gehst jetzt schlafen, ja? Du bist nicht, jetzt schlafen. Waiting for the light to come shining through. Someone like you. Make it all worthwhile. Someone like you. Make me satisfied. Someone exactly like you.
been doing some soul searching. Auf welches Revier? Aha. Ja, natürlich. Das werden wir mit dem Eigentümer regeln. Ja. Danke, wiederhören. Was sollte das denn sein? Hä? Tobias. Wie kommt man eigentlich auf so eine bescheuerte Idee? Es ist eine Straftat. Weißt du, dass es gibt Gesetze, die es Menschen verbieten, fremdes Eigentum zu beschädigen? Hey, Mister, ich rede mit dir! Uli, warst du in seinem Alter nie verliebt? Irgendwie ich verliebt war, aber ich habe meiner Angebeteten Brausepulver geschenkt und nicht sowas. Das wird Konsequenzen haben, mein Lieber, da kannst du dich drauf verlassen. Bis Ende des Monats gibt es Hausarrest. Und dann sehen wir weiter. Verliebt. War ich zu streng? Was ist denn daran so verrückt? Ich bin über Bord gefallen und Susanne hat mir das Leben gerettet. Hat sie das? Tobias sagt, sie wären ein hervorragender Schwimmer. Ich war nie verheiratet, Markus. Der Mann, den ich geliebt habe, immer noch Liebe. Also dieser Mann, der war schon vergeben. Seine Frau hat ihn nicht freigegeben. Also haben Theo und ich neben seiner Ehe ein separates Leben geführt. Aber, und das ist ein wichtiges Aber, wir haben von vornherein klare Verhältnisse geschaffen. Wir haben nie jemanden betrogen. Warum erzählen Sie mir das? Weil ich glaube, dass es sehr viele Spielarten der Liebe gibt. Bei uns, da war es Seelenverwandtschaft. Und wenn zwei Seelenverwandte aufeinandertreffen, dann ist das wie ein Gottesurteil. Dann muss diese Liebe gelebt werden oder man verkümmert innerlich. Ach, übrigens, ich spreche nicht mit Gott. Ich spreche mit Theo. Und was sagt er Ihnen? Er sagt, dass Sie noch eine Menge lernen müssten in Sachen Liebe. Ich hole uns mal was zu trinken. Feigling. Wenn er deinen Brief bekommen hat, warum hat er dann nicht darauf reagiert? Er hat ja. Kam prompt zu mir nach Hause. Und zwar genau in dem Moment, wo dieser Masseur versucht hat, meinen Rücken fit zu kriegen. Hat uns durchs Fenster gesehen und dachte, der Kerl hätte was mit mir. Tja, sollte wohl nicht sein. Nein. 27, bitte. Nein im Sinne von Schade oder nein im Sinne von Halleluja? Was? Den hast du schon ganz genau verstanden, also? Was spielt das für eine Rolle? Vorbei ist vorbei. Schau mich nicht so an, mein Leben ist perfekt, so wie es ist. Ja, das sehe ich. Ich sehe auch, dass du wieder verschwinden wolltest, ohne guten Tag zu sagen. Guten Tag. Mach mal die Musik aus.
Und? Ja, wegen dem Porträt. Ja, wenn's Uli so eine Freude macht, meinetwegen. Gut, eine Bedingung. Es wird ein Akt. Psst. Hey, hey, warte, Susanne, das war ein Scherz, meine Herren. Vielen Dank. Ich kann das Geld gut brauchen. Schön hier, ne? Mhm. Komm doch mal hoch. Dieses Schloss hier hat Graf Löwenberg für seine Frau Carola erbauen lassen. Mit den Fresken wurde René Miroir beauftragt. Er ist leider nicht sehr weit gekommen. Ich mache da weiter, wo er aufgehört hat. Warum? Weil es eine Herausforderung ist. Leider ist die Schlösserverwaltung der Meinung, ich sollte für dieses Beleg bezahlen. Nein, ich meinte, warum hat dieser Miro aufgehört? Er wurde gefeuert. Schau dir mal die beiden Engel an. Erzengel Michael, der Luzifer in die Hölle stürzt? Ja, und jetzt schau dir das an. Miroir hat dem Erzengel sein eigenes Gesicht verpasst und ja, Luzifer das von Löwenberg. War der Graf deswegen sauer? Nein, das hat er noch nicht mal bemerkt. Niemand hat es gemerkt. Ich habe überall nachgesehen. Kein Mensch hat je darüber geschrieben. Und warum hat er ihn dann gefeuert? Carola hat sich in den Maler verliebt. Soll vorkommen, sowas. Komm, ich zeig dir das. Das hier ist Carolas Boudoir. Hier hat sie ihren Liebhaber empfangen. Schau mal. Adam und Eva. Jetzt guck dir mal die Köpfe an. Aha. Carola ist Eva und Miroir ist Adam. Da hat der Gute dem Grafen ja gleich mehrmals Hörner aufgesetzt. Meinst du, ich krieg für die Entdeckung des Bundesverdienstkreuz? Naja, vielleicht ein Bienchen. Du bist wirklich schwer zu beeindrucken. Das hast du doch gar nicht nötig. Tu das bitte nie wieder, ja? Vielleicht werden wir Freunde. Mhm. Freunde ist prima. Das wollte ich nur klarstellen. Das hast du. Also wann? Was wann? Ja, das Porträt. Wann soll ich zu dir kommen? Wann du willst. Heute Abend. Morgen? Ja. Mein Buch! Hast du sie dir angeschaut? Hm, was denn? Ja, hier. In Brüssel, um Brüssel herum. Wo willst du denn gern wohnen? Hier, Uli. Tobias geht hier zur Schule. Da gibt's auch Schulen. Ist doch gut, wenn er mal was Neues kennenlernt. Hast du ihn gefragt, ob er das möchte? Es war nie die Rede davon, dass wir mitkommen. Du wolltest 2 Tage in der Woche in Brüssel sein und plötzlich soll er dahin ziehen. Ach, Susannchen, komm schon. Außerdem findest du nicht auch, dass wir endlich mal heiraten sollten? Also steuerlich hätten wir es schon längst machen sollen. Na super. Was kann eine Frau mehr überzeugen, vor den Altar zu treten, als die gemeinsame Steuererklärung? Susanne, Susanne, Susanne. Andrea, Andrea, oder muss ich es auch dreimal sagen? Warum nimmst du ihn dauernd in Schutz? Uli hier, Uli da, was ist denn mit mir? Genau das frage ich mich auch.
Was ist mit dir? Okay, Uli ist wunderbar. Und er vernascht nicht gleich jede Blondine, die ihm über den Weg läuft. Oh oh. Hat Lars? Oh nein. Das hat doch eh nicht gepasst, oder? Aber du hast den tollsten Mann. Uli vergöttert dich. Warum bist du bei ihm so auf Kontra? Ist doch jetzt egal. Komm, jetzt setz dich erst mal. Wie geht's dir denn damit? Blendend. Seitdem ich diesen Kindskopf los bin. Aber was ist mit dir wirklich los? Warum will er auf einmal heiraten? Früher war nie die Rede davon. Jetzt sind wir 5 Jahre zusammen und plötzlich kann es ihm nicht schnell genug gehen. Und? Weiter? Markus? Ach, Quatsch. Ich? Verliebt? Wie kommen Sie denn darauf? Tja. Ich bin nicht verliebt. Na, umso besser. Dann brauche ich es ja nicht zu warnen, was Sie in dieser Familie alles kaputt machen, wenn das, was Sie begehren, nur ein Techtelmechtel ist. Ihr Theo, was würde der denn dazu sagen? Ich meine, sind wir denn nun seelenverwandt, Susanne und ich? Er sagt, das wissen Sie am allerbesten. Noch nicht mal die Frage gestellt und schon hat er die Antwort parat. Die Wunder der Telepathie. Und? Was werden Sie jetzt tun? Wieso? Ich frage nur, weil Sie nämlich jetzt gleich Besuch kriegen. Das macht die Kunst. Ja, naja. Ich habe gehört, du bist gerade nicht flüssig. Hier, dein Honorar. Und hey, jetzt wo sie wieder schwimmt, mal sie vielleicht lieber im Bikini. Ich glaube, das freut sie. Ach, du bist auch da? Ja. Hallo. Kann ich mit dir zurückfahren? Ja, klar. Wollen wir? Tja. Tja. Du, sag mal, Susanne ist in letzter Zeit so anders. Hast du eine Ahnung, was mit dir ist? Na, wahrscheinlich wegen Brüssel. Bin er davon ausgegangen, sie denkt genauso wie ich. Naja, wenn wir erst mal da sind, wird es dir schon gefallen. Hör mal, Uli, also normalerweise werde ich jetzt nicht im Voraus bezahlt. Na, das ist schon okay. Du behalt das mal, ich mach mich auf die Socken. Man sieht sich. Das klingt ja schon sehr vielversprechend. Jetzt musst du nur noch warten. Warum soll ich warten? Ich kann nicht warten. Der Liebe lässt sich nichts erzwingen. Manchmal muss man handeln und manchmal muss man einfach abwarten. Du hast den entscheidenden Schritt getan. Entweder fängt sie jetzt Feuer oder sie schaut dich genauso schräg an wie deine Mutter mich, weil sie denkt, dass ich dir wieder Tipps gebe, was ich ja nicht tue, denn wir reden über einen Film, richtig? Genau. Wir können nichts dafür, dass sie zu früh kommt und alles missversteht. Sag mal, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Ach, ja, ich weiß, das Training. Also los jetzt. Nachher holt euch Uli ab. Was heißt das so nicht? Siehst aus wie eine Oberstudienrätin. Naja, dann eben was anderes. Nein, das ist mir zu spießig. Zu spießig? Du hast ja noch nichts gesehen. Zu spießig, ich glaub's ja nicht. Schau, hier.
Da habe ich die Blüte. Das hier. Sieh's an. Als Ersatz für das kleine Schwarze. Was ist denn mit dem Dr. Kanter? Wollte er nicht dabei sein? Ja, das hat er gesagt. Puh, das war aber knapp. Herr Dr. Walter. Ach, ich grüße Sie. Tut mir leid, aber ich musste meiner Lebensgefährtin noch was besorgen. Ich darf mir schon gratulieren. Ich war viel unterwegs, ich habe viel gearbeitet. Nie eine längere Beziehung gehabt? Ja, also ein paar Monate schon, aber eben keine mit Perspektive. Gemeinsamen Plänen, Kinderwunsch oder so. Und, lag's an dir oder nie die richtige getroffen? Stopp! Niemand schaut sich meine Bilder an, bevor ich damit fertig bin. Um deine Frage zu beantworten. Ich meine, es lag an mir. Obwohl, es gab da schon eine, von der ich dachte, sie könnte die richtige sein. Aber leider zum falschen Zeitpunkt. Du weißt ja, wie ich damals drauf war. Freiheit und Abenteuer, spontan und exzessiv. Nur bloß keine Verantwortung, keine Bindung. Ich dachte ja damals, ich müsste so leben als Künstler. Was definitiv Quatsch ist. Das Dumme war nämlich, als ich dann endlich aufgewacht bin, war der Zug längst abgefahren. Und du aus Köln verschwunden. Und jetzt zeig mir endlich, was du da malst. Du hast mich ja schon gemalt. Ich jetzt aus der Deckung kommen, hm? Wie du es meinem Sohn so weise erklärt hast. Sie müssen nicht denken, dass wir... Ich denke nur, Sie sollten die Kühlschranktür wieder zumachen. Oh ja, danke. Also dann. Tja. Theo, da wollen wir mal hoffen. Thank you.
Ich muss es ihm sagen. Jetzt bin ich ihm schuldig. Was auch immer passiert, du kannst dich auf mich verlassen. Toll. Und jetzt signier es, Markus. Ich will einen echten Alfons Schwendrick drunter lesen. Hey, ich habe eine Menge Interessenten. Deine Schwendricks gehen weg wie warme Semmeln. Ich könnte 5 Stück bis zum Ende des Monats verkaufen. Wovon willst du deine Schulden bezahlen? Du bist ein Fälscher, also fälsche gefälligst. Abgefahren. Das hat mir gerade noch gefehlt. Wer bist denn du? Hast du uns die ganze Zeit belauscht? Wieso? Die Tür war offen. Du bist echt ein Fälscher. Cool. Hör mal zu, Kleiner. Hier fälscht niemand irgendwas. Da hast du dich verhört. Haben wir uns verstanden? So, und jetzt schieb ab. Und du, signier das verdammte Gemälde. Hey, wo läufst du hin? Ich red mit dir. Tobias! Ich warne dich. Signiere es. Du kannst mich mal. Susanne, du kannst kommen. Uli, ich muss dir was sagen. Susanne Pauli, möchtest du meine Frau? Oh Mann, das darf doch nicht wahr sein. Hallo. Hallo. Ist Tobias da? Ja. Ich muss mit ihm sprechen. Hat er wieder was angestellt? Tobias! Was ist mit Tobias? Was ist denn hier los? Wir müssen uns unterhalten. Kein Problem, alles easy. Um was geht's? Was ist passiert? Nichts, was ihr wissen müsst. Doch, Tobias. Leider doch. Das Gemälde dort, der Alfons Schwendrick. Ist ein tolles Bild, ne? Susanne gefällt's ja nicht so, aber das ist eine sichere Geldanlage. Es ist gefälscht. Das erkennst du auf 4 Meter Entfernung. Für das Bild habe ich 10.000 Euro hingelegt, mit Echtheitszertifikat, allem Pipapo. Es ist eine Fälschung, Uli. Ich weiß es, ich habe selbst gemalt. Oh, Scheiße. Den auch? Du erzählst jetzt Blödsinn, ja? Verlass dieses Haus, Markus. Hey, Mama, bleib doch mal cool. Ist doch nicht so schlimm. Raus hier, sofort. Nein, du bleibst hier. Komm, ab in dein Zimmer. Konntest du es zulassen, dass Tobias und ich in sowas reingezogen werden? Ich kann mich auf dich verlassen, von wegen. Du bist du. Alles nur Lüge, heiße Luft. Machst eine Riesenshow, um mich zu kriegen, verdrehst mir den Kopf, Tobias auch. Was bist denn du für ein Mensch, der mit allen nur spielt, der von Betrug lebt? Susanne, bitte. Tobias vergöttert dich. Wie erkläre ich einem 13-Jährigen, dass sein Idol ein Krimineller ist, ha? Susanne, das mit den Fälschungen ist tatsächlich nicht zu entschuldigen. Aber die Sache mit uns beiden, das... Ich will dich nie wiedersehen, du Mistkerl, du Verdammter. Verschwind aus unserem Leben, hast du verstanden? Ja. Ja. Ja, hau ab, hau ab! Du hast ja nicht mal den Mut, für dich selber Verantwortung zu übernehmen. Thank you.
Ich war so vernarrt in ihn. Und als er plötzlich wieder in mein Leben geplatzt ist. Dass ich dir sowas antun konnte, das... Das tut mir unendlich leid. Das war... Das hat mich einfach so erwischt. Ich hatte keine Wahl. Susanne, man hat immer eine Wahl. Hättest auch wählen können, nicht mit ihm zu schlafen. Uli, ich liebe dich. Und ihn liebe ich auch. Wir kriegen das schon hin. Das ist mir gesagt, das finde ich sehr fair. Irgendwie werde ich damit schon klarkommen. Wir brauchen ein bisschen Zeit, ja. Wir kriegen das hin, Susanne. Ich bin jetzt für 2 Tage weg. Und wenn ich zurückkomme, dann sagst du mir, wie du dich entscheidest. Ich habe mich schon entschieden. Und du meinst wirklich, die werden dich gleich da behalten? Keine Ahnung. Wäre mir jedenfalls das Liebste. Also wegen deiner Sachen, da musst du dir gar keine Sorgen machen. Die bleiben hier unangetastet stehen. Und wenn du 20 Jahre sitzen müsstest. Danke. Gehören Preis dafür. Weil er sagte, meine Damen und Herren, bedenken Sie, dass dieses Bild besonders viel wert ist, weil der Maler schon tot ist. Schon zu Lebzeiten tot zu sein, weil man dann etwas wert ist. Und wenn man dann Geld verdient. Wenn man wie Markus so viel Schulden hat und wenn dann so ein Obergauner einem auch noch die Hand dazu reicht, das ist doch verlockend, oder? Du, ich will ihn nicht entschuldigen, aber verstehen? Verstehen kann ich das schon. Ist er schon abgereist? Vorher wird er wohl noch ein bisschen sitzen müssen. Er hat sich selbst gestellt. Und das mit der Verantwortung, soll ich dir sagen. Das sei angekommen. Also tschüss, du Liebe. Hallo, Markus. Uli? Komm, steig ein. Was machst du hier? Komm. Willst du mir eine reinhauen? Ja, verdient hättest du es ja. Komm, mach schon. Du hast einen Scheißanwalt. Ich hätte dich früher rausgekriegt. Der Galerist, der hat ja noch 2 Jahre. Ich hab dir eine Menge zu verdanken, Markus.
eine Menge. Herr Brüssel ist der Hammer. Ich hoffe, du besuchst uns dann mal, hä? Ja, komm, schwamm drüber. Susanne und ich, wir haben alles geklärt. Mach dir da keine Sorgen. Respekt für Kai aus der 8B. Und als nächstes kommt Tobias Pauli, der hoffentlich was Besseres abzieht als bei der gemischten Schwimmstaffel. Hau rein. Lebe ich denn noch oder bin ich schon tot? Ich werde rot, SOS, Mann in Not. Für mich bist du die Brise, du reimst dich auf Akquise, ihr sogar auf Markise, ohne dich krieg ich die Krise. Luise, rette mich, lass mich nicht allein, Luise, ich will dich, ich will bei dir sein, Luise, warum soll es nicht so sein? Oh Gott, ist der peinlich, hä? Was hast du denn? Ich allein. Der ist doch voll süß. Das Land und die Quelle für mein Licht. Ich weiß, das hätte sich manch anderer nicht getraut. Du lässt Stein zu Sand zerfließen. Die nächsten 1000 Jahre möchte ich mit dir genießen. Luise, rette mich, lass mich nicht allein. Luise, ich will dich, ich will bei dir sein. Luise, warum soll es nicht so sein? Luise, rette mich, komm, lass mich nicht allein. Wir bleiben Freundinnen, ja? Die Besten. Ich werde dich vermissen. Ich dich auch. Was machen wir hier eigentlich? Keine Ahnung, was du machst. Wir fahren jetzt. Markus, mach's gut, halt die Ohren steif. Hallo, Markus. Hallo. Und tschüss, Markus. Was? Da haben sich echt zwei gefunden. Andrea fährt mit Uli nach Brüssel. Hey, Luise. Du, dein Rap, der war echt total süß. Danke. Hättest du Lust, mit mir am Samstag ins Kino zu gehen? Ja, im Gloria läuft The Colors of Love. Okay? Heißt das, wir gehen jetzt zusammen? Also nicht nur ins Kino und so? Wenn du willst. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Verzeihung, ich hab's ein bisschen eilig. Gib mir doch bitte mal 4 von diesen Brownies und 2 Ciabatta. Sind die frisch?
Sind Sie so nett und stellen sich in der Schlange an? Vielen Dank. Hören Sie mal, ich stehe da ein bisschen unorthodox zum Machen zu schauen. Gern, wenn Sie an der Reihe sind. Kommen Sie bitte nach vorne. Fräulein Jill, wissen Sie, wer ich bin? Wissen Sie, wer ich bin? Entschuldigung, wir haben hier einen Gast, der nicht weiß, wer er ist. Wenn ihm jemand behilflich sein könnte. Sehr witzig. Können wir mal einen Kugel runterrutschen? Tut mir leid, aber auch dafür müssen Sie sich anstellen. Ja, für mich ist das absolut Neuland, aber ich finde es vor allem richtig schön. Ja, Sie müssen das aber auch mal ganz kühl von der finanziellen Seite her sehen. Der Marberg ist enorm im Kommen. Da können Sie in den nächsten 2 Jahren mit einer Wertsteigerung von bis zu 500% rechnen. 500%? Das ist schon ein bisschen übertrieben, oder? Lassen Sie sich überraschen, Herr Kanter. Und willst du mir jetzt Vorwürfe machen oder willst du mir helfen? Du kriegst es auch garantiert nächste Woche zurück. Ach, was? Wo ist die denn? Meinetwegen. Ich will hier nicht als die Henkerin des Kryptopunks in die Geschichte eingehen. Danke dir, Schatz. Dafür bin ich auch heute Abend ganz allein für dich da. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Lars. Jo! Oh, Entschuldigung. Ich muss weg. Tschüss. Ja, das müsst ihr euch ansehen. Das ist einfach sensationell. Und außerdem ein super Schnäppchen. Hey, und ich? Ich war in dieser Galerie an der Janowitzbrücke. Ein Romantiker, mein Uli, findest du nicht? Hä? Ein begnadeter Maler, oder? Was denkt ihr, was ich dafür bezahlt habe? Hm? 5.000 Euro? Nö. Keine 3.000, keine 2.000, 1.200, 1.200 Euro. Hä? Meint, das ist es doch wert, Susanne, gib's zu. Keine Ahnung. Außerdem wird genau dieser Maler in den nächsten 2 Jahren 500%ige Wertsteigerung erzielen. So wie die Aktien auf dem neuen Markt. Also, ich find's wunderschön. Hast du's gehört? Na bitte, Andrea findet es wunderschön. Möchtest du heute Abend zu uns zum Essen kommen? Du musst unbedingt jemanden kennenlernen. Ich bin schon mit Lars verabredet. Bring ihn einfach mit. Uli, wir müssen. Tobias hat seinen Wettkampf. Essen müsst ihr sowieso. Toi, toi, toi. Das könnt ihr genauso gut bei uns. Gib schon mal Schlüssel. So um 8. Uli, du nervst. Sie hat gesagt, es passt ihr nicht. Also um 8. Tschüss. Wenn du nicht rund um die Uhr beschäftigt wärst, müssten wir auch nicht hetzen. Ich weiß echt nicht mehr, wann wir das letzte Mal irgendwo pünktlich waren. Also. Das ist doch wirklich irrational, wegen der paar Kröten an der Kasse zu stehen. Du hast doch mit deinem Studium weiß Gott genug zu tun. Sportmedizin ist doch nicht irgendwas. Ich möchte mir wenigstens meinen Lippenstift selber finanzieren. Ja, aber die Leute werden sagen, meine Frau muss mal lochen, weil ich nicht... Schon gut. Dieser Maler, netter Bursche übrigens, er wird dich porträtieren. Wie bitte? Mich porträtieren? Sag mal, bist du völlig übergeschnappt? Meine Güte, die fahren aber auch echt, als hätten sie das ewige Leben. Du kriegst so eine Anzeige wegen Rauditum. Naja, deswegen bin ich doch mit einem super Anwalt zusammen. Vom Gisela hängen. Ich meine, die sieht ja nicht mal halb so gut aus wie du. Damit wäre auch dein Problem gelöst, was ich mir zum Geburtstag wünsche. Ein Porträt von dir. Hä? Genau das wünsche ich mir. Also machen wir es, oder? Hast du echt früh gemacht. Den Pokal können wir vergessen. Das ist so eine Art Reflex bei ihr. Sobald sie Schwimmbad durchgeht, bricht der alte Ehrgeiz wieder durch. Schön, dass ihr auch noch kommen konntet. Tut mir leid. Was war denn los? Nix, ich bin halt ein Loser. Was redst du denn da für ein Stuss? Du bist kein Loser. Aber das nächste Mal nimmst du das Training nicht ganz so locker vom Hocker. Deine Beinarbeit war alles andere als zufriedenstellend. Danke, Mama.
Na, Gisela, Knut, schön euch zu sehen. Hey, hey, Sportsfreund. Man kann nicht immer gewinnen. Ja, aber man kann es wenigstens versuchen. Komm jetzt Schwamm drüber, hä? Nee, falsche Einstellung. Du sag mal wegen dem Fest. Ja. Hast du an die Spare Ribs gedacht? Ich liebe so Spare Ribs. Ja, das ist man. Mach deine Freundin wieder das Catering. Leg ein gutes Wort für mich ein und sag, du sollst. Ja, doch. Du sollst den Maple-Sirup machen. Ja, ich sag dir, Maple-Sirup ist das Beste. Was denn? Aber das ist Spare Ribs. Machst du mal einen Wein auf? Uli? Ja? Rot oder weiß? Rot. Was ist denn jetzt mit deinem Lars? Keine Ahnung. Kommt er noch? Stimmt was nicht? Er soll bleiben, wo der Pfeffer wächst. Das zweite Mal diese Woche, dass der mich versetzt. Hey, wir essen gleich. Kein Bock, ich ist oben. Was ist denn mit dem los? Ja. Pubertät? Probier mal. Also verliebt bist du nicht gerade. Fehlt Salz. Ja, unter anderem. Hat geklingelt. Na, siehst du, da ist er doch. Nicht ganz. Das ist der Künstler, von dem ich dir erzählt habe. Bitte, du hast ihn zum Essen eingeladen. Wieso, ist doch ganz süß von ihm, wenn er sich unbedingt ein Porträt von dir wünscht. Oh, auf welcher Seite bist du eigentlich? Da freut mich, dass Sie es einrichten konnten. Kommen Sie rein. Darf ich vorstellen, meine Lebensgefährtin. Markus? Ich werde verrückt. Markus Marberg. Die Strebi. Ihr kennt euch? Ich war in der 11. weil sie was dazu. Keine Ahnung, jedenfalls. Ich hatte unsere Lehrerin so weit, dass sie bereit war, die Arbeit zu verschieben. Was passiert? Unsere Strebi, also Susanne, meldet sich. Ja, wieso, warum? Sie hat gepaukt und sie besteht darauf, dass die Arbeit jetzt auch geschrieben wird. Ist ja gut, Markus, Sie haben es begriffen. Habt ihr den Blick gesehen? Ja, genau den. Ich glaube, sogar die Lehrer hatten vor ihr Schiss. Also ich habe es jedenfalls nur ein einziges Mal gewagt, ihr vor versammelnder Klasse Kontra zu geben. Also, was soll ich sagen? Am besten gar nichts. Bist du also Künstler geworden? Ja, ich bin Maler geworden. Und wie du siehst, selbst der Ruhm und das viele Geld haben mich kein bisschen unausstehlicher gemacht. Apropos Ruhm, wieso hört man nie von dir? Naja, Ruhm ist relativ. Aha. Ich bin jetzt nicht gerade ein Popstar, aber wenn du dich ein bisschen für Kunst interessieren würdest, dann... Es interessiert mich aber nicht. Ach so? Ja, schade. Also, ich interessiere mich für Sport. Ich dachte immer, ich würde dich mal auf dem Treppchen sehen. Was ist eigentlich aus dem olympischen Gold geworden? Du wolltest doch heute mal früh ins Bett. Ich fahr dich, komm. Du gehst doch nie vor Mitternacht schlafen. Komm. Naja, heute anscheinend schon. Hey, wann machen wir unser Porträt? Nicht in diesem Leben. Susanne. Es war ein unvergesslicher Abend. Hat mich wahnsinnig gefreut. Tschüss. Ja, ja, sicher. Ich finde, wir sollten das unbedingt wiederholen. Ja. Was war denn da gerade los? Schon in der Schule konnte ich sie nicht ausstehen. Der Typ ist zweimal sitzen geblieben, ja? Und alle Mädchen waren total gacker nach ihm. Ich weiß nicht, was die an dem gut fanden. Sie stand kurz vor der Auswahl für die Olympiade. Wurde nach Lake Worth, Florida, eingeladen, um mit der US-Mannschaft zu trainieren. Wegen des Jetlags durfte sie 24 Stunden lang nicht den Pool betreten. Willst du auch einen Cognac? Naja, aber Susanne wollte unbedingt an dem Tag noch schwimmen. Und Susanne wäre nicht Susanne, hätte sie nicht angefangen, gleich nach der Ankunft draußen im See ihre Runden zu drehen. Der absolute Horror. Ein Wasserskifahrer.
hat sie mit voller Fahrt erwischt. Susanne ist fast ertrunken. Ja, und seitdem, allein der Gedanke, mit dem Kopf unter Wasser zu geraten, versetzt sie in Panik. Ich verstehe. Du warst richtig eklig zu ihm. Du hast ja keine Ahnung, wie der in der Schule zu mir war. Der reinste Albtraum. Komm, lass uns doch reintrinken gehen. Gute Idee. So, als würdest du schlafen. Ich habe doch gerade noch das Licht unter der Tür gesehen. Ich habe noch an dem Vortrag für die Handelskammer gearbeitet. Das mit dem Porträt kannst du vergessen. Ich schenke dir was anderes. Ich will aber nichts anderes. Ich will von meinem Schreibtisch einen knackigen Quadratmeter von dir, der mich direkt und frontal anlächelt. Bevor du auslebst, dein Markus hat irgendwo da draußen einen größeren Restaurierungsauftrag und sucht ein Atelier hier in der Stadt. Ich frag mal Maria. Dein Markus, mein Schatz, gehört ganz allein dir, ja? Strebi. Na? Wie findest du's? Nee, jetzt sag endlich was. Sind die von Ihnen? Nein, das war Theos Atelier. Also dieser ganze Raum hier ist... Der ist perfekt. Er hat sich hier auch sehr wohl gefühlt. Hier sind viele schöne Entwürfe entstanden. Wie lange hat Ihr Mann hier... Bis vor 6 Jahren. Aber er war nicht mein Mann. Also was ist jetzt? Nehmen Sie jetzt das Atelier oder nicht? Wie? Ob ich es nehme? Also ich würde dafür töten. Also dann. Über die Konditionen werden wir uns dann schon noch einig werden. Hm? Ach, ich habe vergessen, dich zu warnen. Maria redet mit Gott. Also raus, du Eumel! Geh und mach Karriere. Danke, Uli. Wie kann ich mich revanchieren? Komm einfach zu unserer Feier. Sicher? Susanna wird sich schon nicht beißen. Tschüss. Die Versorgung des Mittelfingers erfolgt durch den Nervus digitalis dorsalis proprius. Der Kleinfinger wiederum wird vom Nervus ulnaris versorgt, Ihnen allen sicher bekannt als sogenannter Musikantennerv, wenn Sie unglücklich mit dem Ellbogen gegen einen festen Gegenstand. Wie schön, dass Sie auch noch bei uns vorbeischauen, Frau Pauli. Vielleicht könnten Sie uns darüber Aufschluss geben, welcher Nerv Daumen und Zeigefinger betrifft. Nervus medianus. Nervus medianus. Und wie bezeichnet man die Stelle, an der dieser Mittelhandnerv häufig eingeengt ist? Karpaltunnel. Entschuldigung. An Ihrer Pünktlichkeit sollten Sie noch etwas arbeiten. Mensch, Markus, wenn du so weitermachst, werde ich noch zum Expressionismus-Liebhaber. Wie hast du das bloß hingekriegt? Original Leinwand von 1910, gleiche Spachteltechnik, im Backofen getrocknet. Wenn ich nicht wüsste, dass der Schwendrick tot ist, würde ich sagen, er hat sich diesmal selbst übertroffen. Schön, dass du endlich in Berlin bist. Jetzt können wir voll loslegen. Udo, das ist das absolut letzte Bild. Tja, auf, es ist Schluss. Wie, du hast doch den nächsten schon halb fertig. Ja, das wird er auch bleiben. Dafür, dass du mir noch 10 Mille schuldest. Dass du umsonst bei mir wohnst, dafür behandle ich dich doch ziemlich fair, oder? Mir kommen gleich die Tränen. Ach, übrigens, ich habe eine neue Bleibe.
Soll ich tragen helfen? Ja, gute Idee. Danke, ja. Pack mal du unten an. Wie heißt du denn? Tobias. Nee, das wird nichts. Lass uns in der Mitte anfassen. Wohnst du hier? Nee, ich helf Maria im Garten ein bisschen Kohle verdienen. Das ist keine gute Idee, dir. Wir rollen es erstmal zusammen, ja? Okay. Ich heiße übrigens Markus. Hallo, Markus. Tobias! Oh. Bist du denn heute spät dran? Ja, ich hatte noch Training heute. Oh, komm, 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 Training. Hast du doch schon die ganze letzte Woche geschwänzt, hat man mir gesagt. Ist das alles, was Sie besitzen? Ja, so ziemlich. Auf dem Speicher stehen jede Menge Möbel. Bedienen Sie sich. Danke. Also dann. Hey, Luise. Wer ist denn das? Das ist so ein Typ aus meiner Klasse, der nervt mich. Was hast du gegen den? Ach. Deine Freundin? Naja. Tja, die Frauen machen es uns nicht gerade leicht. Ehrlich? Er ist bei Maria eingezogen. Dann seid ihr ja praktisch Nachbarn. War nicht meine Idee, das kannst du mir glauben. Ist ganz allein auf Ullis Mist gewachsen. Der Kerl kann mir gestohlen bleiben und das meine ich auch so, wie ich sage. Ein Porträt wird es auch nicht geben. Hey, dass Uli überhaupt auf die Idee kommt, dass ich für sowas Zeit hätte. Was wird eigentlich aus seinem Studium, wenn Uli den Posten in Brüssel annimmt? Weiß ich doch noch nicht. Und darüber will ich mir auch gar keine Gedanken machen. Pauli? Ah, gut, dass Sie noch mal anrufen. Wieso denn das auf einmal? Es war doch alles fest ausgemacht. Ah, super. Nenne ich professionelles Arbeiten, wie? Nein, danke. Die Agentur von dieser Band, die haben sich einen Termin vertan. Jetzt wollten sie uns eine Blaskapelle andrehen. Bis morgen werden wir kaum eine neue auftreiben können. Wie wär's denn mit der Band von Lars? Ich glaube kaum, dass Kryptopunk das Richtige für die Betriebsfeier für gerne noch ein Partner ist, oder? Wie alt ist Luise? 14. Eher älter als ich. Das bedeutet den Mädchen hier angerechnet mindestens 15. Die sind einfach reifer als wir. Also gut, was ist dein Plan? Sitz mal. Was für ein Plan? Wie? Du hast keinen Plan? Also, ohne Plan geht gar nichts. Du fasst den Entschluss, Luise, richtig? Zu erobern und dann bleibst du bei der Stange. Das ist ganz wichtig. Da stehen die Mädels total drauf. Da lang. Die anderen Jungs, ja, die können auf cool machen, bis sie schwarz werden. Aber du bist der Mann mit dem Plan. Ja. Yeah. Tobias, der Eroberer. Ist doch Quatsch. Das ist kein Quatsch. Tobias? Ich muss los. Kennst du die Frau? Na klar, meine Mutter. Hallo, wir waren noch draußen verabredet. Tobias ist dein... Du bist seine Mutter? Ich weiß, klingt wahnsinnig kompliziert, hm? Ich, seine Mutter, er, mein Sohn, des Rätsels Lösung liegt wahrlich nicht auf der Hand. Tut mir leid. Wegen gestern. Ich glaube, ich war da ein bisschen zu... Woher kennst du denn Markus? Geht dich gar nichts an. Hey Mama, jetzt sag schon, woher kennt ihr euch? Aus der Schule. Markus ist echt genial. Wart ihr Freunde? Sag mir lieber, wie dein Training lief. Super. Hier ist noch ein unbekanntes Werk. Ich hab's durch Zufall aus einem Nachlass erworben. Sie kennen noch Schwendrick? Alfons Schwendrick. Schwendrick, ja. Hm? Natürlich. Diese ausschweifenden Gesten, diese explosiv temperamentvolle Pinselführung. Schwendrick war einer der begnadetsten Expressionisten Berlins. Der Rahmen ist aber defekt. Naja, aber aus der Zeit. Und nur so ist es echt. Und darauf kommt's doch an, oder? Ja. Und ein super Preis, Herr Kanter. Mhm. Ach, übrigens, Ihr Partner, Dr. Gerlach, interessiert sich auch dafür. Ah ja? Spricht mich schon an?
raffinierte Farbzusammenstellung. Sie haben das richtige Auge, Herr Kanter. Und das haben nur wenige. Respekt. Herr Dr. Wehen. Ja? Ihre Akte. Danke. Hallo. Hallo, Tanja. Er ist im Büro von Dr. Gerlach. Ah, danke. 10.000 Euro, du spinnst. Der Galerist hat mir versichert... Papalapap, was die ihm alles erzählen. Ich hab dir doch angeboten, wenn du Kunst kaufen willst. Herein. Ah, Susannchen. Welch freudiger Anblick. Na? Und man munkelt, du lässt dich porträtieren? Ach, munkelt man das? Unter Platz, bitte. Danke. Mit dem Boot ist alles erledigt. Auf die Band müssen wir leider verzichten, aber dafür habe ich einen super DJ gefunden. Und Spare Ribs ohne Ende. Mariniert. Sag, wie lief euer Treffen mit dem Wirtschaftssenator? Gut, denke ich. Oder was meinst du? Ja, die Würfel sind nicht gefallen, aber er hat gute Chancen. Wenn jemand dafür prädestiniert ist, den Fuzzis von der Außenhandelskammer auf die Finger zu schauen, ist es unser Finanzguru hier. Übrigens, er investiert jetzt schwer in Kunst, wird Expressionisten sammeln. An welche hattest du noch mal gedacht? Ich frage das nur, damit wir uns bei den Auktionen nicht in die Quere kommen. Er ruiniert noch mal die Preise. Ja? Uli, Entschuldigung, es ist wegen dem Börsengang der Radcliffe Corporation. Kannst du mal kurz einen Blick drauf werfen? Ja, klar. Sie war, na ja, unnahbar. Mhm. Und das hat sie abgeschreckt? Nein, nicht abgeschreckt. Aber eingeschüchtert hat mich ihre Ernsthaftigkeit schon. Ui, Sie malen auch Expressionisten? Nein, das ist eine reine Fingerübung, auch nicht sehr gelungen. Ich kannte mal einen jungen Schriftsteller. Der bekam seine Manuskripte von den Verlagen immer mit dem Stempel zurückgeschickt, zur Veröffentlichung nicht geeignet. Ein paar Jahre später hat er dieselben Geschichten an dieselben Verlage nochmal geschickt, als Übersetzung aus dem Schwedischen. Ja, dann waren sie plötzlich was wert und wurden gedruckt. Das ist eine schöne Geschichte. Aber für den Betroffenen sicher eine bittere Erfahrung. Und was haben Sie da in Arbeit? Ui, du lieber Scholli. Und das malen Sie einfach so, ohne dass sie Ihnen Modell steht? Wie machen Sie das?